Ja, Abelmir hat dann in der Zwischenzeit Tirion von Unkelsbrück gefunden. Unkelsbrück. Und ja, der wird da sich so ein bisschen dem Ganzen annehmen als Magister Magnus Contrarius. Hat da so versucht, ein bisschen jetzt diese Leitung oder die Organisation so ein bisschen zu übernehmen. Und steht dann eben so mit verschränkten Armen vor diesem ganzen ja, Raum, schüttelt den Kopf. Schriften, Maracalla, nein. Ah, Brüche. Spektabilität. Ich biete euch an, die Schriften und sonstige Gerätschaften, die ihr wünscht, in der Akademie Schwert und Stab lagern zu lassen. Ja, selbstverständlich, das wird wohl das Beste sein. Ah, die Schlacht hat noch nicht mal angefangen und wir haben jetzt schon hohe Verluste. Wollen wir hoffen, dass Elkana etwas ausrichten kann gegen die Bombarden Moskitos und ihre Auswirkungen. Ah, da bräuchte es natürlich ein paar herausragende Alchemisten, um aus. Oh, er schaut so ein bisschen auf das Glas, was du so hochgehalten hast. Ah, braucht man einen herausragenden Alchemisten, um da noch irgendwas zu drehen. Ich Ja, hoffe, wir kriegen ihre Gedanken wieder sortiert. ich weiß was hier. Ich drücke Isarune das Glas in die Hand und flitze aus dem Haus aus Richtung Süden. In Ordnung. Ja, ich begebe mich natürlich schnurstracks natürlich zum Zirkel der freien Wissenschaften und hoffe, dass ich noch die Brabaker-Spektualität erwische. Ja, kannst dich dann wieder so ein bisschen umsehen. Du wirst dann Terbysios finden. Geht da wohl gerade auch wieder in einer Schürze, die so ein bisschen verdreckt ist, im, ja, in so einem kleinen Labor und kocht da gemeinsam mit vielen verschiedenen Grollen ein paar Kessel. Und nach einem kurzen Hinweis von dir wird sie dann die Schürze ablegen und dann elegant und grazil mit dir gemeinsam in Richtung dem, ja, der magischen Rüstung gehen, wo ihr dann gemeinsam mit Ömer und Rafim ankommt. Hier, Abelmir, wir haben ernste Probleme. Wo Was? sind die anderen? Oben. Gut, ja, ich muss euch allen berichten. Wir haben vielleicht mögliche Dämonenangriffe schon. Was? Ja, kommt mit, wir lassen das nicht hier besprechen. Gut. Dämonenangriffe. Ja, so kann Isarun erkennen, wie jetzt die Spektabilität aus Brabak an dem. Ja, an dem Türrahmen steht hinter Abelmir und dann in den Raum hineinlugt und sich so ein bisschen die Hand vor den Mund hält, um ein Lächeln zu verbergen, wenn sie dann so Prischer sieht. Ihr müsst ihr helfen. Sie wurde von Borberat-Moskitos überfallen. Gibt es eine Möglichkeit, ihr das Gedächtnis zurückzugeben? Wir haben die Moskitos. Das Darf wird man sicherlich außerdem möglich sein. erfragen, was euch so amüsiert, Spektabilität? Amüsiert? Sicherlich nichts. Sicherlich nichts. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das will ich wohl meinen. Ein Convocatus Primus oder eine Prima sollte so eingefallen aussehen. Wenn ich das Tomek Aterion erzähle. Ihr seid hier nicht zum Erzählen, sondern um eure fachkundige Meinung mitzuteilen. Ist es möglich, aus diesen Moskitos die Erinnerungen zu extrahieren und der Convocata Prima wiederzugeben? Ja, das wird sicherlich möglich sein, auch wenn dies an dem geistigen Zustand, den ich an ihr erkennen kann, werden das wohl nicht alle sein, aber man kann ihr sicherlich einen Großteil ihrer Erinnerungen versuchen wiederzugeben. Gib mir das Glas. Ich überreiche das Glas. Was benötigt ihr dafür? Zeit. Nur Zeit. Und vielleicht den einen oder anderen Gefallen. Aber dazu kommen wir später. Ich habe noch schlechte Nachrichten. Laut dem, was die Leute gesehen haben,
das, was die Leute gerochen haben und das, was sie vermuten, also sie haben vermutet, dass etwas nicht stimmt, aber aus den Augenzeugenberichten könnte es sein, dass 2 Meilen nördlich vom Wehrheimer Tor ein Irrhalt gesichtet wurde, der vielleicht ein Haus angegriffen hat. Was bedeutet es möglich? Ist es nicht sicher? Wurde er nicht gesehen, oder? Es wurde ein Wesen gesehen, was auf die Beschreibung eines Irrhalten passt. Es wurde Schwefelgeruch wahrgenommen und eine Person fehlt. Man hat sich dem Haus nicht genähert, weil man ein unheimliches, komisches Gefühl hatte. Habt ihr das Haus untersucht? Nein, da es 2 Meilen entfernt war und möglicherweise vielleicht besetzt von Feinden, wollten Raffi und ich das jetzt nicht ohne euch abzusprechen einfach machen. Das war klug. Denn was passiert, wenn dort ein Irrhalt ist und vielleicht taucht es von Freigeist? Ja, ich denke gerade so noch an der Falle. Bin mir nicht sicher, ob Torxes so einen Irrhalten brauchen würde. Ich auch nicht, aber naja, wo ein Irrhalt ist, sind vielleicht noch mehrere andere Personen, Beschwörer, was auch immer. Richtig, das wäre gut möglich, dass wir ein Nest von Praktierern aufspüren. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass der Feind anfängt, uns auszuspähen. Oder den Weg bereiten will. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit, ihm schon mal 1-2 Dinge abzunehmen. Speer. Oder sogar gar Dämonen. Und trotzdem noch eine Nacht darüber zu schlafen, bevor der Feind, oder 2 Nächte darüber zu schlafen, bevor der Feind da ist. Vielleicht finden wir noch weitere Informationen über den Angriffsplan. Oder irgendetwas, was uns nützt, vielleicht. Gut, natürlich können wir es nicht zulassen, dass irgendwelche Irrhalken oder sonstige Bösewichter die Leute hier angreifen. Wir müssen uns das ansehen. Was sagt ihr, wir 5 oder? Wir alle sollten dorthin gehen. Ich werde noch den Transport zur Akademie Schwert und Stab fahren lassen. Und dann, wenn ihr euch jetzt schon auf den Weg machen wollt, dann werde ich nachkommen per Pferd. Wir sollten uns am nördlichen Tor treffen, vielleicht am Wehrheimer Tor, oder? Ja. Ja, treffen wir uns einfach am Wehrheimer Tor. Dann treffen wir uns alle am besten vielleicht mit Pferden. Ach, spektakulär. Ich habe noch eine Liste für euch, die wir zusammengestellt haben, die wir von Dingen, die wir benötigen. Wäre es euch möglich, diese Sachen anzufertigen und uns bei Bedarf auszuhändigen? Ah, die Liste, von der Severtin sprach. Ja, die werde ich Ihnen natürlich geben. Ja, ich hole mal die Liste aus meinem Gewand und drücke die sie mal in die Hand halt. Ja, sie überfliegt die kurz, nickt, scheint wieder zu lächeln und streift sie dann zusammengeklappt in ihre Robe. Vielen Dank. Sehr gerne. Kann man aus diesen Resten von diesen Insekten ihren kompletten Verstand wiederherstellen von der Magierin? Oder wird das nur fragmentarisch sein? Das wird nur fragmentarisch sein. Ganz sicher. Und doch, es wäre ein Anfang. Vielleicht kann ein Bohrensägen den Rest machen. Ich glaube nicht, dass eine Kamale... Es gibt Möglichkeiten, das Gedächtnis Kamal zu entfernen und auf magische Art und Weise, und das eine schließt das andere aus. Das Gedächtnis wurde magisch genommen, durch Chimären. Gibt es eine Möglichkeit, die restlichen Moskitos, die entkommen konnten, nun ja, gewissermaßen anzulocken? Wenn die graue Gilde oder die weiße, damit schaut sie mal zu Isarun, vielleicht noch einen Erzmagier übrig hat, dann, oder einen Convocatus Primus, dann würden sie sicherlich nicht nein sagen. Nun, ich dachte mir, ein Kantus, in dem, ist, mit dem man Insekten anlocken kann. Alle Insekten. Oder vielleicht diesen Kantus zu modifizieren, dass nur bestimmte Insekten angelockt werden.
Sie mögen vielleicht das Aussehen von Insekten haben, sind aber dämonisch. Also nicht. Schade. Das heißt, sie sollten sich aber von Kamala-Energie angezogen fühlen. Man kann ihnen sicherlich auch so etwas wie einen Hohepriester anbieten. Borborat Moskitos sind da nicht sehr wählerisch, aber vor allem werden sie in Gefäßen transportiert, die dann geöffnet werden und sie stürzen sich dann auf denjenigen, den sie als erstes erblicken. Nein, was ich meine, der Pentagon-Tempel ist ganz in der Nähe. Es ist möglich, dass sie sich von ihm angezogen fühlten. Das könnte natürlich auch sein. Dann sollten wir dort schnell nachschauen. Ob sie sich dort niedergelassen haben? Ich glaube, wenn sie sich auf einem Hesinde-Tempel niederlassen, dann schmelzen sie wahrscheinlich an oder verbrennen sich oder... Ich denke auch, die dämonische Komponente würde den Bannkreis nicht überschreiten können. Das ist korrekt, aber so können wir wenigstens verifizieren, ob diese Chimären vergangen sind oder noch immer in der Stadt rumschwirren. Macht, was ihr wollt, aber mit dem hier, sie klickt einmal mit ihren Fingernägeln gegen das Glas, werde ich schon einmal die ersten paar Alchemiker ansetzen. Schauen wir mal, ich vermute, wenn ihr nicht jedes einzelne dieser Moskitos wieder erlangt, dann wird der Geist von Spektabilität gehandelt, kurz zu Gangor, für immer vergangen sein. Sie ist eigentlich tot. Ja, sie klickt wieder mit ihren Fingernägeln gegen das Glas und stolziert dann weg. Ich hoffe, ihr habt das Richtige getan, Abelmir. Das hoffe ich auch. Aber wir hatten keine Möglichkeit sonst. Oder kennt ihr noch einen fähigen Alchemisten? Naja. Mit diesem komischen Typen, der dieses Gift da gebraut hat. Der ist doch genau. Auch ganz fähig. Tyrospra, im gleichen Gebäude. Ich fürchte, er ist auch der schwarzen Gilde zumindest assoziiert. Ist sie nicht sowas wie die Mitanführerin gewesen? Nein. Zumindest sollten wir Erzmagus Elkana nach ihr schicken. Ich hoffe, er taucht hier bald auf. Ich habe schon nach ihm geschickt. Ich schaue nochmal auf Tyros, ob Elkana schon auf dem Weg ist. Ja, wenn du gerade aus dem Fenster rausguckst, kannst du sehen, dass er wohl gerade durch die Straßen herbeiläuft, hat seine Magierrobe so leicht angezogen, damit er da die nicht durch den ganzen Regen und durch den Schlamm zieht und kommt dann auf euch zu. Ja, hebt dann auch die Hand zum Gruße und verschwindet dann durch die Tür im Inneren der Akademie. Wartet nochmal eine Minute und dann steht er völlig außer Atem, der alte Mann, vor euch. Ich habe gehört, was passiert ist. Wir sind zum Gruß. Wir sind zum Gruß. Oh nein, Prischer. Was ist mit ihr passiert, Borborat Moskitos? Habt ihr sie noch? Wir haben sie der Spektralität von Brabak übergeben. Sie sagte uns, dass sie... Ihr habt was? Naja, sie versicherte uns, dass sie ein Elixier brauen könnte, dass der Konvokator die Erinnerung zurückgeben könnte. Sie ist noch nicht lange verschwunden. Ich habe sie eben noch auf der Treppe gesehen. Soll ich sie einholen? Ja, das. Wo ist sie denn hingerannt? Zum Zirkel der freien Wissenschaften. Vermute ich. Ihr wisst, dass der Zirkel von. Er hat einen Erlass, in dem Zirkel können sie tun und machen, was sie wollen, ohne dass sie irgendjemand bestraft. Warum ruft ihr mich denn? Ja klar, ihr habt mich gerufen, aber warum bin ich nicht gleich gekommen? Answin sagte noch etwas von den Tobria-Vierteln und ich habe mich davon aufhalten lassen. Ich werde sie aufhalten. Ja, und dann stürme ich die Treppe runter. Versuche sie noch zu erreichen. Gassenwissenprobe. Plus 5. Naja, aber ich weiß ja, wo der Zirkel der freien Wissenschaften ist und dann renne ich dorthin los. Ja, dauert natürlich, bis du dann da bist, kannst dich dann, kannst dir Einlass verschaffen, natürlich, da hält dich dann niemand wirklich auf,
stehst dann davor und wenn du den Sekretär fragst, der dort wieder vorne sitzt, kann er dir sagen, dass die gute Deminue Terbysius vor kurzem wohl aufgebrochen ist, hat sich natürlich auch abgemeldet, aber eingetroffen ist sie bisher noch nicht. Und dann in der Eingangshalle noch ein bisschen warten. 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, dann möchte ich doch gerne in ihr Labor. Vielleicht hat sie sich ja rein transvasaliert. Ja, du kannst dann dich in das Labor vortasten und wirst da dann 6, 7 kleine Geräume herumspringen sehen, die da gerade kochen und ja, verschiedene kleine klickende, klackende Laute von sich geben, da sich miteinander unterhalten und dich anstieren. Hier sind wir zum Gruß. Wie können wir euch helfen? Hier sind zum Gruße. Die Spektabilität, wo ist sie? Sie hatte sich abgemeldet. Dieser Fettsack Abelmir war wohl vor kurzem hier und sie sagte, sie möchte ihn begleiten. Irgendwas mit Moskitos. Und sie ist noch nicht zurückgekehrt? Nein. Hat sie gesagt, wohin sie unterwegs ist? Sie sagte, sie ist zur magischen Rüstung unterwegs, hört doch zu. Ja, und danach? Hat sie darüber etwas gesagt oder hatte sie sich so angehört, als kommt sie hier wieder zurück? Sie sagte, dass sie hier noch etwas zu tun hat und zumindest haben wir angenommen, dass sie wieder hierher kommt, aber wir kommen auch ohne sie zurecht. Ihr Menschen könnt sowieso nicht ordentlich kochen. Ja, was auch immer. Aber sie kann quasi überall auftauchen. Sie beherrscht natürlich den Kantus des Transversales. Gut, gut. Hab Dank. Oder so. Und dann gehe ich wieder raus und ja, wenn sie dann immer noch nicht in der Eingangshalle aufgetaucht ist, dann muss ich mir was überlegen. Nein, ist sie nicht. Okay. Wenn sie transversaliert wäre, hätte sie das schon längst getan. Zumindest wenn sie vorhätte, hierhin wieder zurückzukommen. Dann werde ich bei der Rezeption nachfragen, ob sie auch hier residiert, also übernachtet und so. Normalerweise hier in der Nähe, also nicht selbst in den im Zirkel selber, aber sie hat sich hier ganz in der Nähe was gemietet. Dann bitte ich darum, dass man mich dorthin führt. Ja, wirst du auch hingeführt, wirst du dann auf einen alten, tattrigen Mann treffen, den du vom Hörensagen wohl auch kennst. Das wird wohl ihr Mann sein, auch mit dem Namen Terbysios, aber auch der hat seine Frau nicht gesehen. Er hält gerade einen Theorievortrag und, nun, meine Frau taucht überall dort auf, wo sie will und tut das, was sie will. Nun ja. Das ist sehr hilfreich. Wenn sie hier auftaucht, sagen Sie ihr doch bitte, sie möge sich schnellstmöglich in der Akademie der magischen Rüstung wiederfinden. Sie bekommt Assistenz in ihrem derzeitigen Projekt. Das werde ich ihr natürlich ausrichten, selbstverständlich. Und euer Name? Iserun von Spogelsen. Iserun von Spogelsen. Ihr seid hier eingeschrieben, richtig? Was meint ihr mit eingeschrieben? Ich sehe in eurer Tracht, dass ihr ein Pfeil des Lichts seid. Die unterrichten doch normalerweise in Garret. Wenn wir dazu auserwählt werden, ja. Wir würden euch gerne einmal einladen zu einem Vortrag in Prabak, in den Sümpfen. Wir werden euch natürlich die Reisekosten dorthin erstatten, aber wenn ihr uns einmal eure weißmagische Expertise lehrt, wie man Dämonen nicht beschwört, aber vor allem vernichtet und mit einem Pentagramma exorziert, das wäre doch sicherlich sehr aufschlussreich für meine Studiosi, meine Eleven. Das kann ich mir vorstellen. Richtet dieses Ansinnen doch bitte an die Gildenleitung. Diese entscheidet darüber, wie die Pfeile des Lichts eingesetzt werden. Gut, dann werde ich direkt dort nach euch fragen. Danke. Ich lächle etwas gequält zurück und verabschiede mich.
Ja, dir wird klar, Herr Büsios taucht nicht mehr auf. Dann mache ich mich wohl auf den Weg zurück zur Akademie. Ja, was ist mit den anderen? Seid ihr schon in Richtung Norden aufgebrochen oder wolltet ihr noch warten auf Isarun? Also Ömer hatte vorgeschlagen, wir warten noch auf Isarun, aber dann sozusagen am Tor. Also sozusagen direkt am Wehrheimer Tor, sie hat gesagt, sie kommt ja nach. Dem Pferd. Und Also Rafim hat kein Pferd mehr, aber ja. Ich habe auch kein Pferd, Rafim. Ich habe es einfach so gesagt, dass wir da auch mit Pferden hinkommen, aber ich weiß auch nicht, wo wir ganz herkriegen. Oder? Ich glaube, die meisten davon sind irgendwie... Wir fragen einfach... Ich hab schon eine Idee, wo wir ein Pferd herbekommen. Wir fragen mal am Viehmarkt, ob die uns eins leihen. Ich meine, sind nicht alle unsere Pferde zwischen... Rot? Ich meine, die müssten doch jetzt eigentlich alle noch vor Wehrheim liegen, oder nicht? Meins zumindest. Ja. Ja, mein Sohn. Hat doch keiner sein Pferd mitgenommen, oder? Meines habe ich tatsächlich nach Hause geschickt, weil sie krank war. Ich hoffe, es geht ihr gut. Bestimmt. Ja, ist ja auch egal, da gehen wir da halt zu Fuß hin. Die 2 Kilometer, das werden wir wohl schaffen. Auf jeden Fall schaffen wir die 2 Meilen zu Fuß. Aha, seht ihr? Ja, nach einiger Zeit, wenn ihr da am Wehrheimer Tor wartet, kann dann auch Isarun eintreffen? Möchte sie? Ja, das hatten wir ja so ausgemacht. Ich komme dann im vollen Galopp angaloppiert. Ja, gut. Ja, dann stehen da 4 Fußgänger. Ja, das Einmann-Tor ist dann auch schon für euch aufgemacht. Wie gesagt, die Stadtwachen stehen da aber noch vor, warten, haben sich mittlerweile wohl auch zumindest eure Gesichter eingeprägt, das von Ömer und Rafim. Rafim mit seiner Größe ja sowieso schnell zu erkennen und ja, sie versprechen euch auch diesmal, dass sie euch schneller reinlassen. Ja, Isarun, jetzt musst du dein Pferd aber hier lassen. Sonst Tor machen die ja nicht auf. Dann übergebe ich das Pferd den Wachen und sage, die sollen auch das verwahren. Und dann gehen wir raus. Ja, im schlammigen Tobria-Viertel vorbei. Ihr könnt dann, wie gesagt, immer noch den Viehmarkt neben euch erkennen. Auf der linken Seite reitet ihr dran vorbei. Könnt dann die lauten Predigten hören, der Märtyrer, und reitet die Straße weiter. Immer, du erkennst die Wolfsklause auf der rechten Seite, da, wo du dich in Zukunft mit Fenja von Mundbach treffen kannst und darfst. Und je weiter ihr nach Norden reitet, desto ländlicher wird es. Du erkennst die Scheune auf der linken Seite, das muss wohl die sein, die angesprochen worden ist, und einen kleinen, schmatterigen Weg, der nach links in Richtung Westen führt. Ja, der Weg nach Westen, den müssen wir nehmen. Oder man fängt schon mal an, seinen Bogen aufzubesehen. Ja, ich ziehe auch schon mal mein Schwert. Also wenn wir dann, jetzt wirklich wenn so wir dann im Tor ist, noch was gewartet haben, vielleicht habe ich ja bis dahin geschafft, die Tasche für Rafim zu machen, dass er den Status Vergessens an meinem Körper tragen kann. Geht. Sind vielleicht auch so eine provisorisch, aber... Gib mir mal eine Schneidernprobe plus 10. Ja, dann sind noch 7 Punkte übrig nach plus 10. Passt. Dann ist sie zumindest in den Ansprüchen so genügsam, dass du den Stab jederzeit berühren kannst, dass du auch über Kopf klettern kannst und der da wohl erstmal nicht rausfällt. Du kannst damit schwimmen. Das ist nur provisorisch, das ist auch nicht schön, aber es ist funktional. Perfekt. Die kann man nochmal nachbessern, aber davon muss ich mehr Zeit haben, als am Tor zu stehen. Aber das müsst ihr jetzt mal so halten, dass du vor allen Dingen die Hände an die Waffe legen kannst, ohne dass sie mit den Stab einfach wegnehmen kann. Finde ich gut. Was machen wir denn jetzt wirklich, wenn da so ein Ihr-Halten-Ding ist? Einfach draufhauen? Ich würde sagen, das ist unser Job und die Magier machen ihren Job, also so wie sonst auch immer. Okay, einfach draufhauen. Krieg hin. Ihr solltet euch nicht, vielleicht nicht unbedingt in die unmittelbare Nähe dieses Dämons begeben. Frosty weiß, mein Charakter, da mehr drüber oder wie über ihr Halten? Ja, das ist ja schon ein sehr spezielles Wissen. Ich sag mal, es ist Magiekunde mit natürlich Talentspezialisierung, Dämonologie. Ich überlege gerade, wie erschwert das ist. Das ist ein Gehörnter. Ich muss gerade mal gucken, was hat denn für eine Beschwörung? Schwierigkeit. Steht ja als Ehrhalk drin oder? Ne, steht glaube ich als Asquarat drin, ne? Beschwörungsschwierigkeit ist 14 und Beherrschung ist 8. Dann machen wir mal den Mittelwert von 14 und 8. 11.
Dann machen wir eine plus 11. Könnt ihr alle machen. Sehr schön. Der Rund ist in Gedanken bei den. Bei Prisha von Garnisch, kurz. Ja, dabei, was ich mit Spektabilität Terbysius mache, wenn ich die in die Finger kriege. Oder Terbysius wird von jeder Zeit, dass ein paar Pfeile des Lichtens nach Brabak laufen. Zu den gehörnten Dienern Blaggerats gehören auch die Irrhalken, dem Greifen ähnliche Viergehörnte von Pech und nachtschwarzer Farbe. Ihr Leib ist eine Parodie der heiligen Tiere, ihr Körper gleich dem eines Raubtiers. Der Kopf und die Krallen sind die eines Raubvogels und die gefiederten Flügel die eines schwarzen Alken. Von geierköpfigen Koramsbestien wurden genauso berichtet wie von eulenbehaubten Panthern oder fledermausbeflügelten nachtwindigen Bluthunden. Und stets hatten diese Kreaturen die Größe eines Greifen. Plustern sie ihr Gefieder, so erkennt man darunter die alles verzehrende Glut ihres Herren. Selbst ihre Ausscheidungen sind feurig wie eben der Esse entnommenen Kohlen. Und das heißt, dass man so mancher unglücklicher Köhler seinen Holzmeiler auf widernatürliche Weise mit dem Dung dieser Irrhalken beheizt. Ja, wie gesagt, viergehörnt, können fliegen. Und was sie unglaublich besonders macht, wenn man sie in Anführungsstrichen vernichtet und ihre derische Existenz auslöscht, dann explodieren sie einem Ignisphero gleich. Na, auf jeden Fall für dich als Nahkämpfer ist ganz wichtig, zu gucken, dass du immer in der Nähe von irgendwelchen Leuten bist, die jetzt hier einen Guardianum können und auch aufrechterhalten haben, denn wenn die Dinger kaputt sind, wenn die Dinger sozusagen eigentlich besiegt sind, dann explodieren sie noch. Wie bei so einem, ja, also in einer wahnsinnigen großen Feuerdetonation. Ich fürchte, ein Guardianum ist ein ungeeignetes Mittel, um einen Ignisphero aufzuhalten. Ja, ich befürchte, das Ganze stimmt überhaupt nicht und ein Guardianum hilft da sehr gut gegen. Selbstverständlich hilft ein Guardianum gegen ein Ignisphero. Vielleicht wirkt er sogar doppelt so stark oder einiges stärker, wenn man ihm im Schutz gegen Dämonen gibt. Aber ja. Also im Kurzen niemals zu weit von so Magiern weglaufen. Immer ein guter Rat. Und während ihr diesen kleinen Pfad entlang geht und reitet, langsam, immer hat mittlerweile natürlich auch sein Wissen zum Besten gegeben, genauso wie Abel mir. Könnt ihr sehen, wie vor euch ein etwas größeres Haus aufragt, mit einem Türmchen, was dort, ja, etwas windschief herumhängt. Ihr könnt vor dem Haus tatsächlich auch zwei Bäume sehen. Normalerweise um euch herum, der Frühling versucht sich dem Winter untertan zu machen und die ersten Knollen sollten ja eigentlich blühen, die ersten paar, ja, Blüten. Diese beiden Bäume allerdings sind verwelkt und es liegt ein bisschen Asche, wie dicke Schneeflocken unter den Bäumen, als ob sie abgefallen wären. Stinkt nach Schwefel.